My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, und hier habe ich mal 3 Eier für euch. Verdammt nochmal, jetzt eine Breakfast-Folge. Ja, ihr habt euch mal gewünscht, macht doch mal was ohne Fleisch. Na gut, hier ist es schon. 3 Eier rein in den Topf. Breakfast, was habe ich denn da reinfallen lassen? Das war eine Schale. Breakfast-Folge von Tiffany hier. So, und jetzt hier Johnnys Flaschentrick. Ich hab's mit einer Bierflasche versucht. Aber die ist immer kaputt gegangen. So, da könnt ihr hier das Eigelb hier rauszwirbeln hier. Ja, wunderbar hier. Oh, rein damit hier. So, jetzt so. Jetzt zack, und jetzt hier rausblasen hier. Gleich geht's los hier. Wunderbar. Wumm, ne? So, jetzt kann das hier einmal schaumig geschlagen werden, was da noch übrig ist hier. Wunderbar. Oh, ja. Ja, ganz genau. Jetzt lunzen wir mal hier, wenn wir es fertig haben, hier ein paar Kohlen hier unten rein, hier. Kleine anzukommen, mähen, 9 Kohlen unten, schon mal erhitzen. Machen wir die restliche Ladung oben drauf hier, ne? Mal 10, 12 Stück. So, jetzt können wir das andere hier durchrühren hier. Das Eigelb, und dazu kommt hier Mehl hier. 3 Esslöffel Mehl reingewimst, jawohl. Dazu ordentlich Pfeffer hier. Richtig rein feuern hier, wunderbar, ja. Oh. Und Salz, so, ja, Freunde, ja, auch wenn es ohne Fleisch ist, ist es wenigstens mit Ei. Jetzt hier Kondensmilch hier, ordentliche Tube hier, ne, wunderbar. Rein unsen hier, eine ordentliche Dose da, ne, oder Packung, ne. So, und jetzt hier das hier schlagen, ne? Eiweiß hinterher lunsen oder rein feuern, oh. So, jetzt kann endlich mal der Deckel ab, Freunde. Drittel Butter rein hier. 100 Gramm, quasi 30 Gramm hier. Schmelzen lassen. Und dann kommen hier gegrillte Paprikas. Entweder aus dem Glas oder Real-Time Grilling. So, rein damit, feuern hier. Wunderbar, das wird die Grundlage. Kleines, jetzt kommt der Cheddar. Hoppala, hier. Insgesamt 600 Gramm natürlich, aber wir teilen ihn auf. Hier so ein paar hundert Gramm rein, ne? Vielleicht 100. Kleine Schicht hier, Paprikas rein, wunderbar. Bohnen dürfen nicht fehlen, ne? Jalapenos, wir wollen scharf. Und Mais. Jetzt kommt der Cheddar wieder oben drüber. Und dazu noch der gute, natürlich, der Gouda, ne? Der darf nicht fehlen, ne? Bohnen, Paprikas, Jalapenos. Und den Käseschicht. Jetzt schichten wir das die ganze Zeit durch. Jetzt mit dem Löffel platt kloppen. Und hier unser Ei hier und was auch immer da drin ist hier. Die Milch da und sonst was. Da oben drüber lunzen. Ja, ja, das sieht gut aus. Boys and Girls, Freunde, das wird ein Omelette der Spitzenklasse. Ja, leider fleischlos. Ja, leider, ja. Die Bacon-Fans, die können sich noch ein bisschen Bacon reinschieben. Und dann hier, natürlich, nach 80 Minuten Messer mal reinstecken. Wenn nichts hängen bleibt, ist das Gerät fertig. Leute, ihr braucht keinen Fleischthermometer, nur ein Messer. Präsentierhand. Und jetzt kann man Kuchenscheiben daraus schneiden. Oh ja, happy Frühstück. Ne? Oder happy Abendbrot, ne? Wie ihr es hättet. Jetzt hier, Keller hier, komm schon. What? Da fällt ja vorne was ab, was? Ah, das war nicht stabil genug. So, los, rüber damit hier. Jawohl, zack und ab auf den Teller damit. Oh, ja. Freunde, ich sag euch, das ist eine Bombe hier. Ja, fast für eine. So, Stückchen Brot oder Chips dazu und ab geht die Party. Johnny's Chili Relleno. Breakfast. For Tiffano. Ballert so rein, Boys and Girls. Warte, Anschnitt, ne? Es sieht nicht anders aus, als man es von der Seite gesehen hat, aber für euch mache ich alles. Ballert so rein. Und hier, Bacon Burger, jawohl. Wer eben den Bacon vermisst hat hier, der kann sich hier austoben bei der Folge.
Oder da unten die Brazilian-Spieße, jawohl, it's Fleisch time. So, Abonnation, hier rechts, jawohl, ne? Bis bald, Boys and Girls, ne? It's time.